Hey, diese 3D-iPhone-Animation kannst du dir kostenlos in der Beschreibung downloaden und ich zeig dir, wie du sie installierst und sie benutzt. Denn anstatt sie nur dasselbe macht, nämlich hochkommen und wieder rausgehen, kannst du sie komplett frei animieren, wenn du mit dem Ding in Fusion gehst und du kannst natürlich auch dein eigenes Zeug da reinhauen. Also, auf geht's! Okay, mit dem Download erhältst du hier ein ZIP-File, das du einfach mit Rechtsklick extrahierst, auf alle extrahieren und dadurch erstellt es einen Ordner. Und in diesem Ordner ist noch ein Unterordner und diesen Unterordner kopieren wir uns und gehen damit in DaVinci Resolve. Und hier in DaVinci Resolve wollen wir in Fusion gehen und die Effect Library hier oben aufmachen, zu Templates gehen, hier unter Edit auf Generators klicken und dann hier oben die drei Punkte bei Show Folder anwählen. Und hier möchten wir diesen Ordner rein kopieren und ich habe das schon gemacht, deswegen ersetze ich jetzt mal die Teile. Und nach einem Neustart findest du in deiner Effect Library unter Generators hier eine iPhone-Animation, die sich gewaschen hat. Obwohl, sollte man Handys waschen? Ich weiß es nicht. Ich habe meins noch nicht gewaschen. Und keine Sorge, wenn es bei dir am Anfang ein bisschen länger braucht, um zu laden. Das ist eine 3D-Szene und es braucht ganz normal ein bisschen länger, ehe es dieses 3D-Modell und die ganzen Shader compiled hat und dir an deinen Screen ausspuckt. Aber ich zeig dir jetzt so kurz, wie du das Ding anpassen kannst. Und zwar hast du hier oben zuallererst mal ein File-Path, wo du ein Standbild reinschicken kannst. Dazu klickst du einfach auf Browse und suchst dir ein Bild raus. Ich nehme jetzt hier Tim vom Farbkanal, weil er seine neue Color Grading Masterclass angekündigt hat und ich das einfach empfehlenswert finde. Und jetzt könnte ich hier einfach noch daneben einen Text hauen. Mega easy, super cool. Du kannst natürlich auch ein anderes Standbild einfügen, wie du willst. Und mit Position kannst du das Ganze noch ein bisschen hin und her schieben. Und mit der Größe das Ganze natürlich anpassen. Aber angenommen, du hast jetzt einen Videoclip, den du irgendwie da reinbringen willst, dann machst du Folgendes. Und jetzt möchten wir hier mit dem Ding in Fusion reingehen, also hier oben im Inspektor reingehen. Und wir machen uns unseren Media Pool auf und gucken, wo unser Clip original war. Okay, jetzt möchten wir uns das Ganze aufmachen. Und hier, da wo der grüne Pfeil ist, da ziehen wir uns jetzt unseren neu erstellten Zwischenclip rein, fügen den in den grünen Pfeil und möchten in dem Dissolve auf Use Clip anklicken und bam, there it is. Natürlich nicht wirklich so groß, wie es eigentlich sein soll und deswegen machen wir das ein bisschen kleiner. Ups, das war zu viel. Und damit haben wir auch einen bewegten Clip auf dem Handy in 3D. Richtig cool, oder? Und wenn du einmal die Animation anpassen willst, kannst du hier in die Transform 3D gehen und hier mal die Keyframes angucken. Das sind wirklich nur 3 Keyframes oder du animierst das per Hand, indem du einfach eine neue Transform 3D da reinziehst und das Ganze per Hand animierst. Wirklich cool. Kreativität ist dir überlassen. Ich würde dir, wenn du es wirklich schnell haben willst, das Ganze einfach abändern, indem du einmal einen Keyframe bei 70 setzt, bei 0 und bei 140, weil darauf ist natürlich auch schon der Keyframe Stretcher drauf gebaut, denn diese Animation stretcht sich mit, je größer und je kleiner du deinen Clip machst. Das Coole ist, dieses Preset kannst du auch als Trainingspreset nehmen, um 3D-Objekte in Fusion zu bearbeiten. Aber dazu hatte ich doch auch eigentlich schon auch mal einen ganzen Kurs for free gemacht, den du dir hier angucken kannst. Und mal wirklich nachvollziehen kannst, wie ich hier was gebaut habe. Ich wünsche dir viel Spaß damit, Kameramagier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.